So, da sind wir auch schon wieder bei Batman Arkham Knight. Letzte Folge Wozu sind wir... Wozu braucht der Riddler Catwoman überhaupt? Ich dachte, dem geht's nur um Batman. Oh, letzte Folge sind wir hier dem Erschießungskommando auf gut Deutsch vom Arkham Knight entkommen. Hier, und jetzt haben wir ein paar neue Missionen. Zum einen sollen wir einen Weg an Bord der Luftschiffe von Stag Enterprises finden. Es gibt Informationen zu den Panzerwagen. Das kann ich noch nicht machen, weil die Brücke leider noch nicht unten ist. Das könnte ich theoretisch machen, will ich aber noch nicht. Dann haben wir jetzt noch hier eine Mission. Investigate the crashed airship in the bay to search for survivors. Ja, why not? Bruce, du hast ein Problem, und zwar ein großes. Hast du schon von Iron Heights gehört? Dem Gefängnisluftschiff? Das ist nämlich gerade in die Bucht von Gotham gestürzt. Es könnte Opfer geben. Oder entflohen. Wir treffen uns dort. Und Lieutenant, ich werde Ihnen eine weitere Einheit für den Wachdienst zuweisen. Wen bewachen wir? Scarecrow. Der Boss will an Bord kommen. Okay. Scarecrow will auch ans Luftschiff gehen. Aber zuerst schauen wir uns mal das Luftschiff an, was hier abgestürzt ist. Das war hier vorher noch nicht. Da war ja die erste Leiche von diesem komischen Typen hier. Ja, von dem Typen, der die ganzen Leute aufhängt hier mit der Opernmusik. So. Let's go inside. Bin da. Ich bin auf dem Weg. Kein Cape, schon vergessen? Die Iron Heights Strafanstalt. Was wissen wir? Tja, stell dir das übelste Gefängnis der Welt vor. So schlimm. Nein, aber trotzdem nicht angenehm. Ich verstehe nur nicht, was sie in Gotham zu suchen haben. Sie müssen hier jemanden abgeholt haben. Ich gehe rein. Wir sehen uns drin, Bruce. Okay. Müssen hier wen abgeholt haben? Aha, Iron Heights Penitentiary. Seilwerfer. Da. Zack, rüber. Hier geht schon mal nicht lang. Dann muss ich wahrscheinlich hier lang. Na, was ist los mit dir? Das Schiff ist verunglückt. Wie? Jones! Kruk! Was immer dieses Echsen-Ding ist, ist entkommen. Hat den Motor zerlegt. Es ist da draußen, Batman. Und es jagt uns. Keine Angst. Ich bringe sie in Sicherheit. Oh Mann, wann hatten wir das letzte Mal mit Kruk zu tun? Im Asylum, wa? Nightwing. Waylon Jones war auf diesem Schiff. Er ist entkommen. Dachte ich mir schon. Hab eine Wache gefunden. Oder eher, was von ihr übrig ist. Beeilung. Wir müssen ihn finden. Oh Mann. Kann ja lustig werden. So. Ich will da nicht mehr rein. Keine Tests mehr. Ich kann nicht mehr. Tests? Bleiben Sie in der Zelle. Ich hole Sie bald hier raus. Was für eine Tests denn? Das ist doch ein Gefängnis. Was testet man denn an Gefangenen? Wow. Nee, alles gut. So. Unser lieber Kruk ist näher als uns lieb ist. Batman! Hier drüben! Ja, warte doch. Come on out. Klar. Danke. Hätte nie gedacht, dass ich überlebe. Kruk war hier eingesperrt. Wozu? Das alles war eine echt schlechte Idee. Rankin hat mit dem Feuer gespielt. Sitzt hier sonst noch wer in der Falle? Der Direktor war kurz vor dem Absturz hier drin. Mit dem Ding da draußen solltest du dich beeilen. Ich kümmere mich darum. Warten Sie hier. Okay, Verbesserungspunkt. So, wie komme ich da jetzt weiter? Mit dem Freeze-Schuss. Wo soll ich den wieder herkriegen?
Habe ich noch gar nicht. Hey, hey. Heißt auf Deutsch, ich kann wieder abtitten, oder was? So, anscheinend schon. Oder kann ich das noch irgendwie anders abstellen? Steam Control. Aha. Okay. So. Sind wir beim Wasser aufgekommen oder hat er irgendwas nach uns gegriffen? Und mit irgendwas meine ich irgendwie. Wem soll ich helfen? Auch da ist schon wieder einer. Quatsch, was will ich mit dem Unterbrecher? Junge. Wo ist denn... Da, Seilwerfer. Ja, bleib doch ruhig. Ha! Fehler wurden begangen. Ha! Hilf mir, Batman! Ja, ja, ja. Nur halt doch mal kurz die Schnauze. Junge. Danke sehr. Wir müssen gehen, Batman. Sofort. Nee. Waylon Jones muss gefasst werden. Dieser Ort soll mit allen untergehen. Hör zu, Junge. Der ist ein bisschen größer geworden seit dem letzten Mal, wa? Nightwing, komm sofort zu meinem Standort. Croc? Er hat den Direktor. Bin auf dem Weg. Hilfe gefällig? Ach, da ist er ja. Was wollen die denn nicht? Du bist genauso nicht wie die! Willst du uns auch wehtun? Wieso denn auch wehtun? Was machen die denn mit den Gefangenen hier? Okay. Hat ja auch lange genug gedauert, wa? Warum nimmt er eine Geisel, statt ihn zu töten und zu fliehen? Er lässt sich beim Essen gern Zeit? Aha, so ein ganz witzigen. Warum ist das auf Englisch? Blocks access to high security area. Controlled from console and guard station. Ah. Kann ich wieder rauskommen? Nee, ich komm rein. So. Die Gefangenen stellen keine Gefahr mehr dar. Sie sind sicher. Danke. Mann, als diese Zellen aufgingen, dachte ich, ich wäre fällig. Ich muss durch diese Tür. Viel Glück, dafür braucht man Schlüsselkarten, Zwei-Mann-Regel. In dem Moment, als der Vogel nach unten abschmierte, sind sie abgesprungen. Glückspilze. Ich werde sie finden. Nightwing, ich suche die Schlüsselkarten. Kümmere du dich um die Überlebenden. Geht klar. Ich checke die Daten, damit wir keinen übersehen. Okay. So, erstmal Alfred anrufen. Bescheid sagen, was los ist. Master Bruce, als das Luftschiff abstürzte, konnten sich zwei Wächter mit dem Fallschirm mehr oder weniger in Sicherheit bringen. Sie landeten in Gotham. Schick mir Ihren Aufenthaltsort. Natürlich, Sir. Doch ich weiß nicht, wo genau Sie gelandet sind. Sobald Sie dort sind, müssen Sie nach Spuren eines Fallschirms suchen. Das krieg ich doch hin. Also erstmal wieder raus. So, und wie komme ich hier am schnellsten wieder raus? Wahrscheinlich so, wie ich reingekommen bin, wa? Na gut. Ich habe Zugriff auf das interne Sicherheitssystem. So kommst du auf direktem Weg wieder raus. Ehre. Das geht dann natürlich ein wenig schneller. So. Ach, das kann ich nicht machen. Zack. So. Dann müssten wir theoretisch auch schon draußen sein, ne? Ne, leider noch hoch.
Okay. Gut. Nee. Ach da, okay. Nee. Das ging ja top, super. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich legit nicht bewegen. Betsy. Nicht schlafen. I swear to God, ich kann mich nicht bewegen. Ah! Du hast dich über sie erhoben, Batman. Die Herde inspiriert. Doch so. Gott, wenn ihr Idol vor aller Augen von seinem Podest herabstürzt. Ja, das wird ja nicht passieren, Scarecrow. Bist du mal so negativ? So, ich soll die Augen offen halten nach einem Fallschirm. Da. Hallo. Das ist die erste. So, und die zweite? Alfred, eine der Wachen ist tot. Sag Cash Bescheid und lass die Leiche abholen. Natürlich, Sir. Hoffentlich erging es einem Kollegen besser. Nee, irgendwie bezweifle ich das jetzt schon. Oder? Oh, diese Flugverbesserung ist so geil. Der Riddler hat eine Roboterarmee erschaffen. Oh, Mann. Ah, hier. Ich liebe diese Stadt. Die Opfer regnen vom Himmel. Was macht die Fledermaus denn hier? Ginge ihm denn besser? Jo, der hat tatsächlich überlebt. Schau mal, na guck. Na los, steh auf, hab den so. Alles okay? Ich bin etwas aufgewühlt, aber okay. Ich brauche Ihre Karte. Das verstehst du nicht. Ich kann dich nicht einfach in den Hochsicherheitstrakt lassen. Iron Heights ist nicht nur... Es ist kompliziert. Croc hat den Direktor. Her mit der Karte. Okay, aber wenn du drin bist, wir haben nur unsere Arbeit getan, ja? Was soll das denn heißen? Nightwing, ich habe die Schlüsselkarten. Wie ist die Lage? Ich und Cash bringen alle zurück zum GCPD. Komm zum Schiff, wenn du fertig bist. Croc entkommt uns nicht. Was heißt denn, die haben nur ihre Arbeit gemacht? Was haben die mit den... mit den Gefangenen da angestellt. Nie im Leben war der auch nur einmal in London. Er benutzt den Akzent nur, um bedrohlich zu klingen. Ja. Damit sollten wir jetzt wohl weit genug kommen, oder? Ja, ich nehme nochmal ein bisschen Anlauf an einen von den Laternenmasten. Oder... ja, komm. Dann werden wir mal gucken, dass wir Croc gefasst kriegen, wa? Der ist ja dann doch eine etwas größere Bedrohung. Größer als beispielsweise so ein Mad Hatter. Hätte ich jetzt zumindest gesagt. So. Einmal runter hier. So. Dann einmal rü... okay. Dann einmal komplett durch mit dem Seilwerfer. Das ist schön gerade ziehen. Hopp. Na 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 Batman. So. Wo warst du? Oh. Du hast mich vermisst?
Die Sicherheitstür ist offen. Okay. Jetzt können wir weiter vordringen. Klar, wir wollen den entflohenen riesigen Menschenfresser ja nicht warten lassen. Ist richtig. Okay. Wir haben übelst viele Verbesserungspunkte, wenn ich mich nicht irre. 17 Stück, lass mich mal kurz gucken. 3, das wären dann insgesamt 11. 11, 15. 15. Ein noch. Dann kann ich den Batsuit komplett verbessern. Aber ich kann ja schon mal so machen und so machen und so machen. So. Weiter. Tür öffnen. Hier ist noch nichts. In dieser Zelle müssen Sie Jones verwahrt haben. Hat ihm wohl nicht gefallen? Vielleicht wollte er ein Fenster. Welche Zelle? In der hier? Nee, hä? Ach, in der Zelle. Ah. Naja. So. Runter. Wir haben das Ziel zu seinem Versteck unter dem Leuchtturm von Founders Island verfolgt. Es wurde während der Festnahme leicht verletzt, aber wir konnten sofort mit den Tests beginnen. Die regenerativen Fähigkeiten der Kreatur sind bemerkenswert. Oberflächliche Wunden heilen beinahe sofort. Mann, und die amputierte was die hier abgezogen haben, mit den Häftlingen, mit Croc. Weitere Operationen sollen zeigen, ob das Gewebewachstum noch beschleunigt werden kann. Menschliche Tests sind in vollem Gange. Im nächsten Schritt stabilisieren wir die neu kombinierte DNA. Auf uns wartet noch viel Arbeit. Als Nebeneffekt verändert sich die Physiologie des Subjekts. Möglicherweise als Reaktion auf ein Trauma. Die Sedativa verlieren ihre Effektivität. Eine Terminierung muss leider in Betracht gezogen werden. Die haben hier rumexperimentiert. Der Direktor hat an Croc und den anderen Versuche durchgeführt, um sein Leiden als Waffe zu nutzen. Croc will sich wohl rächen. Kein Wunder. Wen wundert's? Kein Wunder. Sie müssen direkt voraus sein. Ich gehe durchs Bodengitter. Wir sehen uns dann drüben. Wir haben das Ziel zu seinem Versteck unter dem Leuchtturm von Founders Island verfolgt. Es wurde während der... Lass mich los! Es wird schlimmer. Hilf mir. Ich kann nicht. Die Mutation wird durch Traumata verstärkt. Wir können nichts tun. Lügner. Töte ihn. Reiß ihn den Kopf ab. Ob er nachwächst. Erst leuchtet er wie wir. Genau. Tiere. Ihr alle! Zeigen wir ihm, wozu Tiere fähig sind! Du wirst helfen! Ich kann nicht! Dieser Mistkerl, er lügt! Überzeugen wir ihn, die Wahrheit zu sagen! Du wirst uns... Aua. Ich kenne diesen Geruch! Ist das Aftershave? Uns hältst du nicht auf! Oh, hi, okay. Okay, von Croc völlig ungern eine Geleitung bekommen. Und wir kehren nicht zurück! Aua! Lass uns in. Welche Ehre! Alles klar, erstmal ein AKO gemacht. Und noch ein AKO. Frechheit.
Und noch ein. Bitte, AKO. Du wirst mich nie mehr sehen. Er wird sein Stückchen hier. Wenn er dich fressen würde. Nu, alles klar. Ich bin gut und voll drauf. Waren easy. Also ich helfe dir nicht beim Tragen. Nur zur Info. Okay, hoffentlich nehmen wir den Gefängniswärter gleich mit fest. Er hat sich nicht gerade Freunde gemacht. Danke. Dieses Monster hat es nicht anders verdient. Hier gibt es nur ein Monster. Du bist irre! Nimm deine Finger weg! Sie haben Versuche durchgeführt, diese Männer gefoltert. Ich werde nicht um Vergebung betteln. Ich vergebe nicht. Ernsthaft, wie kriegen wir Croc hier raus? Batwing? Batwing. Aber wo bringen wir Croc hin, ist die Frage. Der wird ja wohl kaum zum GCPD kommen, oder was? Da kann doch kein Mensch festhalten. Okay, er kommt zum GCPD. Lange nicht gesehen, Echsenmann. Wir haben viel nachzuholen. Ihr Häftling, Cash. Ich entkomme einmal. Ich entkomme erneut. Beiß mal das hier ab, Großer. Er will nur, dass ihm geholfen wird. Eigentlich kann man ihm nicht übel nehmen. Trotzdem darf er keine Leute fressen. Du siehst das große Ganze nicht, Batman. Mit meiner Arbeit wollte ich das Land beschützen. Aber dir sind diese Tiere... Ah! Bist du irre? Du sperrst mich zu diesem Monster? Ja. Lass mich hier raus! Nö. Okay, ja, da sollte er erstmal nicht rauskommen. Da sind die drinne. Oh, der kleine Jervis Tatch. Was macht Ras? Okay, hier haben wir aber dann tatsächlich erstmal alles voll. Dabei haben wir noch eine Mission offen da. Und zwar die. In From the Gold. Naja. Gut, dann wollen wir mal wieder rausgehen. Gucken, was es noch so Schönes gibt. Killer Croc. Dieser abgetrennte Arm gehörte mal Waylon Jones. Alias Killer Croc. Der Mistkerl hat mich zwar meine Hand gekostet, aber irgendwie tut er mir leid. Wobei seine Hand wächst wieder nach. Touché. Gut, dann wollen wir mal. Aber den Freeze-Schuss... Wo kriegt man den denn her? Ich bin mir nicht sicher. Maximum Security. Lass mich nochmal in die Asservatenkammer. Da, Evidence Room. Hab nicht das Geringste gesehen. Ist so, als wenn man die hier irgendwo bekommen hätte. Ich weiß das gar nicht mehr. Oh Gott. Da bist du ja. Sieh mal, das sind meine Sachen. Das ist also mein Andenken, was?
Nicht mal eine Statue. Die meinen wohl, sie könnten mich einfach zu den Akten legen, oder? Ich bin nicht ohne Grund zurückgeschickt worden, Bruce. Und diesmal wird mich sicher keiner vergessen. Oh Mann. Nee, hier haben wir nur das Elektro-Peng-Peng herbekommen. Mal sehen, wann wir das bekommen. So, ja, jetzt will ich erstmal raus. Noch mehr als genug zu tun. Irgendwer muss ja mal die ganze Nacht hier was machen. Die stehen ja alle nur blöd rum. So. Macht er hier? Gibt schon was Neues? Band 11, 19. Oktober. Lappen. Ich beobachte dich, Ryder. Was? Ist es da draußen nicht interessant genug für dich, Batman? Bleib am besten beim alten Jack. Er weiß, wo man die Action findet. Du verschwendest kostbare Zeit. Niemand von den Deppen in Blau hat eine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Die erkennen einen Mord nicht mal, wenn sie direkt dabei stehen. Was auch immer du tust, lass es. Weißt du, ich liebe diese Gespräche. Band 11, 19. Ich Oktober. Nicht. Einige alte Interviews durch. So. Wenn du uns alle einsperren willst, brauchst du eine größere Zelle. So. Oh, hoffentlich haben wir unser Batmobil jetzt hier. Ja. Gut. Ins Batmobil einsteigen und schon losfahren, während wir noch einsteigen. Das können nur die echten Profis. Ich hab das auch mal geschafft. Ist das Auto losgefahren, ohne dass ich drin saß. Naja, zum Glück hat man ja eine Versicherung, ne? Das war auch ein Scheiß. Egal, so. Wir haben hier noch einen ganzen Teil an Riddler-Sachen, die ich gerne machen würde. Machen wir zuerst im Gebäude hier. Das ist, wenn ich mich nicht irre, in Kirk Langstroms Labor. An alle Unterstützungsteams, Batman verfolgt mich. Schickt Hilfe nach Chinatown. Okay, dann mache ich gleich noch nichts. Ich werde beschossen! Ich hab's erwischt! Ja, wenn sich das schon anbietet. Was drück ich denn hier die ganze Zeit? Schalt ihn aus, los! Warte. Ich bin ja schon dabei. Gegner greift an! Na komm, einer noch. Die von der Straße! Sind unter Beschuss! Na los! Easy! Der Panzerwagen ist erledigt! Befehl zum Ein weiterer Lieutenant der Miliz ist aus dem Rennen. Okidoki. Hallo, bleib mal ganz kurz. Okay. Ich habe 6 Verbesserungspunkte. Was mir gerade aufgefallen ist, das Batmobil ist ja noch so gar nicht, so gut wie gar nicht gepanzert. Das wollen wir doch gleich mal ändern. So. Und dann V. Und dann wollte ich machen. Irgendwas wollte ich machen. Ach ja, die Riddler-Trophäen, warte mal. Die wollte ich machen. Zack, hier, da, bam. Dann könnten wir in der Zeit noch schaffen. Wenn wir ein bisschen Abkürzung fahren hier. Und mal ein bisschen Vollgas geben. Dieser nervige Nightwing ist in der Stadt. So. Es ist Batman! Warum hier? Es ist Batman! Fahr! Fahr! Ich hab dir noch nichts getan. Seid doch einfach ein paar liebe Dudes und dann muss ich euch auch nicht tun. Oh Scheiße, er klebt an uns dran! Tritt auf! Bring uns hier raus! So. For fuck's sake, ich hab nicht eh gedrückt. Betsy, geh durch da. So. Das ist bestimmt die. Das Whiteboard. Damit sieht die. Damit sieht bei Nacht die Fledermaus ja ihre Ohren hier mit so nah etc. Dann machen wir davon fixen Snapshot und dann ist gut. So. Zack, zack. Und Tür.
Und rum. Ich bin so stolz auf dich, Schatz. Und fertig. Sag, was du getan hast. Und wieder raus. Müssen wir auch irgendwann mal wieder finden, ne? Mal gucken. Irgendwann werden wir ihn schon wieder finden. So, hier. Gut, und dann machen wir gleich Ende. Und dann mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. So. Gut, dann, wie gesagt, würde ich mal sagen, hören und stören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao!